Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei dem neuesten Karlchen-Knack-Abenteuer. Karlchen-Knack in der Polizeikommandozentrale. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dem Video ja einen Daumen hoch geben oder es teilen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Mann, da habe ich heute aber was Gutes erwischt. Der Alarm ist losgegangen. Ich sag mal danke für das ganze Gold. Jetzt aber schnell weg hier. Oh nein, mein schönes Gold, mein schönes Gold. So, schnell, 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 schnell. Oh, so wie es aussieht, hat die Polizei keine Zeit verloren. In Ordnung, dann steige ich schon mal auf. Jemand muss ihn aufhalten. Ach, zum Glück, da ist auch schon die Polizei. Schnappt ihn euch. No, warte, Hinterher, stehen geblieben. Die Gerechtigkeit wird siegen. Oh yes, da habe ich aber heute Riesenbeute gemacht. So ein Mist. Ich hätte nicht gedacht, dass Toni so schnell hinter mir her ist. Gib auf, Karlchen. Ich hab dich gleich. Niemals, Toni. Du kriegst mich nicht. Ja, ich drück noch mal ein bisschen auf die Tube. Oh, Karlchen, Achtung. Bleib stehen. Wer sagt's denn? Ich bin ihn losgeworden. Oh, oh. Uah. Oh, naja, immerhin bin ich weich gelandet. Oh nein, ich muss mich beeilen und die ganze Beute zusammensuchen. Jetzt aber schnell. Okay, das wäre dann wohl das Letzte hier. Was ist denn das? Tja, Karlchen, das kann ich dir verraten. Oh nein, Toni. Ganz genau, Karlchen. Und wie du siehst, habe ich dich hiermit verhaftet. Ach, komm schon, Toni. Drück doch mal ein Auge zu und lass mich nach Hause gehen. Denk doch mal an Carla. Ja, netter Versuch, Karlchen. Aber du schätzt es ja nie, wenn ich dir helfe. Diesmal helfe ich dir aber nicht. Ah, komm schon, Toni. Leute, ich brauche eure Hilfe. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Vielleicht können wir Toni damit überzeugen, mich doch wieder freizulassen. Na los, komm schon, Toni. Tja, Karlchen, vielleicht lernst du jetzt ja endlich, dass sich Verbrechen nicht auszahlen. Na dann komm. Toni, zieh doch nicht so. Warte, ich komm doch. Los, Leute, helft mir. Oh Mann! Na, Karlchen, freust du dich schon auf deine neue Zelle? Leute, Tür auf! Ach, komm schon, Toni. Noch kannst du mich freilassen. Ja, das könnte ich machen, Karlchen. Aber nein. Und nun bitte rein mit dir. Oh, na toll. So, zufrieden. Hey! Super Arbeit, Leute. Wir haben Karlchen Knack. Lasst uns einsteigen und ihn sofort abliefern. Los geht's. So, da sind wir. Bei der Polizeikommandozentrale. So, Karlchen, dann wollen wir dich doch mal rauslassen. Und Karlchen, bist du bereit für deine neue Zelle? Habe ich denn eine andere Wahl? Nee. Na denn komm, Karlchen, ich bring dich in deine neue Zelle. Daraus geht leider nichts, Herr Räuberschreck. Hä? Officer Hagrid, was kann ich denn für Sie tun? Tut mir leid, Herr Räuberschreck, aber ab jetzt bin ich für Karlchen zuständig. Was? Aber Hagrid, wieso das denn?
Naja, Toni, da Kalchen Knack dir schon so oft entwischt ist, hat der Polizeipräsident mich beauftragt, mich um ihn zu kümmern. Oh je, ich ahne Schlimmes. Okay, Kalchen, du wirst ab sofort nicht mehr in der Zelle schmoren, sondern arbeiten. Komm jetzt. Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs. Oh je, ob das gut geht, Kalchen und arbeiten. Ja, Kalchen, du kennst ja das ganze Prozedere schon, oder? Da muss ich dir ja nicht mehr viel erklären. Ja, ja, dann stelle ich mich am besten gleich auf. Okay, Hagrid, ich bin bereit. In Ordnung, Kalchen, bitte lächeln. So, Kalchen, jetzt fehlt nur noch eins. Und das wäre? Naja, deine neue Uniform hier. Zieh sie am besten doch gleich mal an. Oh Mann, muss das wirklich sein? Nun beeil dich doch mal, Kalchen. Ja, ja. So, zufrieden? Ja, ja, sehr sogar, Kalchen. Nun auf zu deinem ersten Job. Okay, dann schildern Sie mir doch mal, wie sah der Täter aus? Ja, in Ordnung. Also, lassen Sie mich kurz überlegen. Der Täter war normal gebaut. Ah, okay. Und hatte er braune Augenbrauen und braune Haare? Ja, ganz genau. Woher wissen Sie das denn? Ach, reine Vermutung. Sah der Täter vielleicht so aus? Ja, oh mein Gott. Sie haben ihn genau getroffen. Das ist er. Na, Kalchen, wie läuft's mit dem Phantombild zeichnen? Ah, hallo, Toni. Naja, eigentlich läuft's ganz gut und... Ah! Hä? Das ist er. Das ist er. Das ist der Täter. Mensch, Kalchen, was hast du nun wieder gemacht? Ich glaube, du solltest einen anderen Job antreten. Mann, ich war doch so gut hier drin. Ah, das essen die aber auch wieder. Das ist ja gar nicht hier. Nee. Guten Morgen, Jochen. Was gibt's denn heute? Dasselbe wie immer. Was fragst du denn? Jochen. Was ist denn los? Ich muss hier Essen ausgeben. Genau deswegen bin ich ja hier, Jochen. Ach ja, ja, dann pack doch mal mit an. Und wer ist eigentlich dieser Pappenheimer da drüben? Hey, ich bin Kalchen Knack, du wirst mich doch wohl kennen. Ja, genau, Jochen. Kalchen Knack wird dich heute unterstützen bei der Essensausgabe. Was? Das ist doch wohl ein Witz, oder, Hagrid? Nö, ganz und gar nicht, Kalchen. Zieh dich schnell um. Ah, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Hagrid. Oh. So, fertig. Und was nun? Ja, ganz einfach. Du schnappst dir die Löffel hier. Aha, und was mache ich damit? Na, das Essen verteilen. Na los, die Leute warten schon. Okay. Was darf sein? Ich hätte gern einmal die rote Beete, bitte. Also gut, na, ein bisschen hiervon und davon und das andere da, das kommt da auch mit rein und jo. So, zack, fertig. Bitteschön. Das ist aber keine rote Beete. Ah, ach so, naja gut, rote Beete ist aus, aber wir haben ja noch Kartoffelbrei. Zumindest glaube ich das. Hier, probier noch mal. Was? Essensschlacht! Nimm das! Oder halte ich mich raus? Lecker. Sofort aufhören. Naja, Kalchen, da hast du ja ganz schön was angestellt. Wieso ich? Ich hab doch nur Essen ausgeteilt. Naja, trotzdem, Kalchen, wir finden jetzt eine andere Aufgabe für dich. Was denn jetzt los? Ich soll die Zelle hier putzen. Mach mal Platz, Kevin. So, dann fange ich doch gleich mal an. Thank you.
So, Kevin, alles sauber. Bis später. Hat der etwa... Oh, da hätte ich fast vergessen, die Zelle zu schließen. Au, Mist. Tja, Kevin, man sieht sich. Die da Karlchen. Warte, ich krieg dich. Hat Karlchen etwa die Zelle nicht richtig zugemacht? Tatsache. Ich bin frei. Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich hier rauskomme. Aber erstmal weg hier. So langsam und leise weiter. Okay, schön still. Ups, war da irgendwas? Nee, da war nix. Schön weiter. Ich muss es nur bis zum Hof schaffen. Hey, hast du Lust auf einen Kaffee? Stehen bleiben. Oh je, da sind zwei Polizisten. Ja, ich bleib am besten hinter versteckt. Und schön still bleiben. Mucksmäuschen still, Kevin. Oh, hast schon gehört, Officer Weasley? Karlchen Knack soll jetzt ja hier in der Polizeistation arbeiten und seine Strafe somit verbüßen. Hey, ja, das habe ich auch schon gehört. Kaum zu glauben, nicht wahr? Oh je, hoffentlich gehen die bald wieder und bemerken mich nicht. Naja, Weasley, ich weiß ja nicht. Meinst du wirklich, dass der Karlchen sich hier mausern wird? War dieser Blumenpott schon immer hier? Oh je, oh, bitte geht. Ich weiß nicht. Naja, egal. Komm, Weasley, wir gehen wieder zu unserer Schicht. Okay, doki. Mann, da habe ich aber noch mal Glück gehabt. Aber ich gehe lieber kein Risiko ein und verstecke mich weiterhin hier hinter. Auf zum Gefängnishof. War der vorhin schon da? Ach, bestimmt schon. Ich mach lieber weiter. Puh, er hat mich nicht bemerkt. Jetzt muss ich eigentlich nur noch warten, bis das Tor aufgeht. Ich glaube, da vorne tut sich was. Wir können kommen. Das ist meine Chance. Nur Karlchen steht zwischen mir und dem Tor. Los! Tja, so einfach kannst du hier nicht ausbrechen. Karlchen? Ganz genau, ja, und irgendwie ist dieser Besen auch besser, als ich dachte. Hey, Toni, Hagrid, kommt mal her, hier ist ein Flüchtiger. Hey, du kannst mich doch nicht einfach verpfeifen. Stehen bleiben, Kevin. Hä? Du bist hiermit verhaftet. Nein! Karlchen, ich bin ja richtig stolz auf dich, dass du den Kevin einfach so geschnappt hast. Ach, Toni, nicht doch. Das ist doch meine Pflicht. Oder findet ihr nicht? Jetzt habe ich Toni immerhin gezeigt, dass doch etwas Gutes in mir steckt. Was meint ihr? Soll ich so etwas öfters tun? Oder soll ich weiterhin den Toni lieber ärgern? Was meint ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch. Einfach hier oben links klicken, falls ihr das noch nicht getan habt. Und hier rechts sind zwei weitere Videos. Schaut sie euch doch mal an. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da oder teilt es unter euren Freunden, ja? Na, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis bald!